Wir sind zurück mit Schalke gegen Wolfsburg. Der nächsten Partie hier zum Abschluss der Vorrunde. Schalke alles dabei gehabt. 1:1 gegen HSV, 2:4 gegen die Bayern verloren. Und dann gab es aber noch ein 3:2 Erfolg gegen Werder Bremen. Für den Tabellenvierten der Westfalenliga. Rein von den Ligen, die Wolfsburger hier favorisiert. Tabellenführer der Regionalliga. Spielt eine tolle Serie, sind das Maß aller Dinge in der Liga. 33 Punkte, 13 Spiele. 36:14 Toren. Also fast 3 erzielte Tore pro Spiel. Und der erste Treffer auch in dieser Partie für Königsblau. Ahmet Öztürk trifft für die Schalker. Wolfsburger hier wieder mit einem Feldspieler im Tor. Und also auch nochmal die Variante korrigieren. Ergebnisanzeige passt da nicht, genau. Auch in der Halle stehen die Wolfsburger vorne, jetzt wird es korrigiert. 1:0 Schalke. Jetzt korrekt da. Alle königsblauen Anhänger können sich wieder beruhigen. Beim Frühstück. So, klasse zurückgelegt. Schöner Hackentrick, gibt es die Abschlussmöglichkeit. Geblockt. Schussversuch hier von Ole Brammer. Brauchte da ein bisschen lang, um in den Abschluss zu kommen und eigentlich gut freigespielt. Wolfsburger hier mit Max Kleinschmidt im Tor. Als weiterer Feldspieler wird auch nochmal ein Stück weit Testphase sein. In der K.O.-Runde, wenn es hart auf hart kommt, wenn es eng wird. Hier der Last-Second-Wechsel, da kam nämlich Kirilo Kadaschew gerade so durchgewechselt und konnte den Ball noch gerade so parieren. Just in time. Der Auftritt hier. Wolfsburg bisher nur mit 3 Punkten. 1:2 Niederlage gegen Bayern 04 Leverkusen. Gegen den BVB gab es dann 3:2. Ehe dann Mainz 05 mit 5:2 gegen die Wolfsburger gewinnen konnte. Und jetzt eben hier der Rückstand gegen Königsblau. Starker Abschlussversuch von Mario Mbassi. Versuch, Abpraller. Wieder genommen, Wolfsburgs Torhüter ist da. Kein Stürmerfoul, sagt Hagemeyer. Ja, beschwert sich Finn Noack. Ein Stück weit, auf jeden Fall rabiat hier von Farrell Hensel, der Einsatz.
Oh, schöne Drehung hier. So, wenn es schnell geht, eine Überzahlsituation. Mindestens 3 gegen 2. Kommen sie zumindest zum konkreten Abschluss durch Mario und Bassi. Ausspielende Überzahl, auch gestern schon. Sagt sich immer so leicht. Man hat aber einfach wahnsinnig wenig Zeit, weil die Laufwege auch nach hinten bei allen Mannschaften sehr ausgeprägt sind. So unglaubliche Intensität, auch unabhängig vom Spielstand zu erkennen. Gerade diese Wege nach hinten, die wehtun irgendwann. Gibt es intensiv. Gerade so in diesen Einstellungen hier sieht man die Sprinthäufigkeit, die Sprintintensität ist einfach wahnsinnig hoch. Die Jungs powern die komplette Spielzeit durch. Ein bisschen zurückgucken, früher, da gab es ein Stück weit mehr Struktur. Etwas mehr Abläufe, etwas mehr tatsächlich sogar Formation und taktische Ausrichtung. Das ist weniger geworden. Liegt auch einfach daran, dass das Tempo und Intensität so hoch sind, dass kaum Zeit bleibt, irgendwelche großen Abläufe zu strukturieren. Nächste Gelegenheit jetzt. Zweiter Versuch. Er kommt nicht mehr zum Abschluss. Silas Thier. Eben mit den Abschlüssen. So, jetzt die Wolfsburger nochmal mit der nächsten Gelegenheit. Für Alessandro Grimaldi. Nächster Solo-Lauf. Er kriegt den Ball nicht rüber. Wollte er wunderbar rüberlegen auf Luca Toni Schröer. Kein Foul für Hagemeyer. Alles vier laufen hier. Ist gut für den Spielfluss und geht definitiv auch noch. Kriegt er nicht ganz runtergepflückt. Ahmet Öztürk. Wolfsburger sagte es schon, Tabellenführer in der Regionalliga. 10 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Beste Offensive, beste Defensive der Liga. Gab draußen 3:2 Erfolg gegen den Hamburger Sportverein und dann 5:1 gegen den SV Werder Bremen. Also die Wolfsburger draußen mit einer hervorragenden Serie. Beste Torschütze Carlo Simic heute nicht im Kader. Dafür Ferrell Hensel. Nummer 13 beim VfL mit 6 Treffern in der laufenden Saison. Auch Therese Igwesi mit 6 Toren ebenfalls dabei. Die Nummer 7. Also 13 und 7, die Top-Torschützen draußen beim VfL Wolfsburg. Knappe Führung für Königsblau. Wolfsburg mehr vom Spiel. Freistoßentscheidung hier gegen Benjamin Mormatz. So, Wechsel auf beiden Seiten. Ja, Ball rollte noch. Wollen so schnell ausführen. Jetzt der Querpass und dann Aluminium. Luca Fozza. Mit der großen Möglichkeit. Sehen wir jetzt nochmal. Das ist quergelegt und der Ausgleich auf der anderen Seite. So schnell geht's. Mal wieder durch Alessandro
Grimaldi. Auch das fangen wir natürlich ein. Nicht unverdient. 70 Sekunden vor dem Ende dieser Partie. So, nächste Möglichkeit für Grimaldi im Fallen. Und es gibt 9 Meter. Es gibt den 9 Meter nach Foul von Alan Taguchu. So. Und der gefaulte Grimaldi tritt selber an. Entscheidung im Übrigen korrekt. Langer Anlauf. Und der Treffer unten links, sicher. 2-1 Wolfsburg. Ganz sicher verwandelt. So, hat Schalke noch eine Antwort. Innerhalb von wenigen Sekunden das Spiel gedreht. Schalke hat eine Antwort. Und was für eine. Die Antwort heißt Finn Noack. Da war eine Menge Gewalt und Wille mit drin. So, Querpass gespielt. Jetzt ist richtig Musik, jetzt ist richtig Musik. Nächster Treffer. Ferrell Hensel. Eben noch erwähnt, der kennt das aus der Liga. 6 Saisontreffer. Also 10 Minuten Schlummertaste, 2 Minuten hochintensiv für Rick Kapur. Ballspiel hier an Hensel. Vierundzwanzig Sekunden noch. Wolfsburger würden mit dem Sieg an Schalke vorbeiziehen. Also auch nicht unwichtig hier die Positionierung. Ja, Foulspiel. Freistoß für die Wölfe. 14 Sekunden noch. Starker Druck hier. Ja, Abschlussentscheidung, 9 Sekunden auf der Uhr. So, der lange Ball auf Hensel. Es ist jetzt oft ein 2 gegen 2 in beiden Hälften. Und das war's. Die Wölfe gewinnen knapp in einem tollen Schlussspurt mit 3 zu 2 gegen Schalke 04. Wir sind sofort wieder da.